Juhu, das Wochenende naht. Die Zeit der freien Handels- oder der handelsfreien Zeit, muss man ja sagen, die ist nahe, wird sich der ein oder andere denken, insbesondere wenn er noch nicht so glücklich war mit dem aktuellen Verlauf. Das kann sich allerdings in den nächsten Stunden wieder ändern, denn es sieht doch ganz klasse aus. Warum habe ich den S&P zuerst da? Eigentlich wollte ich mit dem Dow anfangen und genau das machen wir jetzt. Das ist der Dow Jones, in dem Fall der Future YM, also nicht wundern oder irritiert sein. Die Aufwärtsbewegung ist das, was wir eigentlich jetzt hier erwarten. Und wir hatten ja hier im Nahkampfchart schon gesagt, das sieht so halbwegs fünffällig aus hier. Nicht nur hier im Großen, sondern hier im Kleinen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann war hier die Korrektur und jetzt sieht es doch danach aus, als ob der Kurs die besten Chancen für nach oben hat. Also die Standardwerte, nein, die richtigen Blue Chips, die richtig langweiligen Titel sozusagen, die ganz großen Kopfworten. Naja, das stimmt ja nicht für alle, aber trotz alledem, die sind auf dem Aufweg, dann macht es einen ganz guten Eindruck. Mit Detail hingucken ist es nicht ganz so schön, denn wenn ich ehrlich bin, sowas finde ich eigentlich immer suboptimal. Also, was meint er? Na, jetzt müssen wir es nochmal zeichnen, dann sieht es auch schön aus. Also, so eine Bewegung, die wir hier haben, da sage ich dann immer, eigentlich nicht so toll. Aber das ist natürlich etwas im kurzfristigen Bild. Im Moment tatsächlich für diejenigen, die kurzzeitig auf den Markt drauf gucken, sowas finde ich nicht optimal. Ja, bullisch. Ja, super, wir kaufen jetzt und gehen wieder zurück und gehen wieder zurück und so weiter und so fort. Aber trotz alledem, insgesamt macht das Bild einen ganz guten Eindruck, wenn man hier vom Kurzzeitigen mal wegguckt. Lassen wir das mal im Moment ausgeblendet. Es kann ja theoretisch sein, dass er noch mal einmal hier so einen kleinen Rücksetzer macht und dann erst nach oben geht. Aber ihr seht schon, ich bin auf die Nordseite mehr oder weniger festgelegt, solange zumindest mal nicht hier die alten Tiefs noch mal wieder durchstoßen werden. Ja, also wenn der Kurs jetzt hier tatsächlich in dieser Richtung. Ja gut, das ist klar. Wenn er nach oben läuft, dann läuft er nach oben. Das ist jetzt nicht wirklich eine clevere Aussage. Mensch, Born, reiß dich mal zusammen hier am Wochenende. Aber es ist tatsächlich das bullische Bild, was hier überwiegt. Und ich denke mal, wir haben ganz gute Chancen, dass der Kurs nach oben geht, wenn nicht jetzt hier irgendwie was ganz Dramatisches noch passiert. Und der S&P, der läuft eigentlich oder stößt in ein gleiches Horn. Auch hier hatten wir ja schon angedeutet, so ein bisschen hier im kurzzeitigen Chart 1, 2, 3, 4, 5, dann jetzt hier die Korrektur. Ein möglicher Trigger wäre jetzt diese Marke ungefähr bei 4.370 im Future-Markt wohlgemerkt, also ES jetzt hier. Entsprechend, das würde durchaus sagen, ja gut, dann machen wir halt noch mal eine Runde. Ich muss allerdings inzwischen mein Ziel ein bisschen anpassen, denn das Tief ist ja eine Stufe weiter jetzt nach unten gerutscht. Ich mache das mal im Großbildformat jetzt hier, dass ihr das besser sehen könnt. Den machen wir jetzt auch noch mal einmal weg. Wie messt ihr sowas? Naja, eine Idee wäre, wenn wir sowas noch mal bekommen und der Markt liebt eigentlich sowas wie Symmetrien. Nehmen wir mal an, wir bleiben jetzt mal im einfachsten Modell, jetzt gar nicht super high sophisticated. Und ich schaffe es tatsächlich den tiefsten Punkt. Jetzt machen wir das so. Heute läuft aber auch wirklich alles schief. Aber so ist es nun mal, wenn man live am Chart hier irgendwie was rumzeichnet. Also, das hier ist der tiefste Punkt gewesen. Das ist der vorläufig höchste Punkt. Man kann sich noch drüber streiten. Eigentlich würde ich sogar auf diesen hier eher beziehen, diese Bewegung. Denn das ist ja meine erwartete erste Bewegung. Ich kriege den höchsten Punkt hier nicht. Doch, jetzt haben wir ihn doch. So, und dann hier den tiefsten hier. Und dann sehen wir, Zielmarke wären etwa da. Also wenn es mit den Symmetrien hinhaut, und das ist recht häufig so, dass der Markt zumindest mal sowas läuft. Wir haben es ja auch gesehen, dass er teilweise sogar deutlich weiterläuft. Aber dann hätten wir immerhin bis 4.435, 36, vielleicht sogar 37, irgendwie so in diese Richtung. Das wäre eine ganz gute Geschichte. Also ein wenig sieht es danach aus, dass das getriggert wird. Das würde dieses Türchen aufstoßen. Natürlich bleibt immer eine gewisse Restsorge, dass das Ganze noch nicht fertig ist. Also nochmal einmal runtergeht, das ist das ähnliche Bild, was ich beim Dow habe. Wir werden solche Szenarien nie gänzlich ausschließen können. Das ist das, was viele ja auch kritisieren und sagen, ha, ihr habt doch selber keine Ahnung. Das stimmt natürlich. Ich habe keine Ahnung, was der Kurs als nächstes macht. Also höchstens eine Ahnung, eine Vorahnung, was da passieren kann. Aber sicher weiß ich das natürlich auch nicht. Das Tolle ist aber an der Geschichte, dass man zumindest mal, wenn man solche Trades macht, leider nicht immer richtig liegt, aber man sagen kann, naja, wenn er bis da oben hochläuft, habe ich das als Gewinnweite. Wenn er aber doch den Umkehrer macht, habe ich nur einen halb so großen Stop oder vielleicht sogar, wenn er noch ein bisschen weiterläuft, kann ich den Stop ein bisschen nachziehen. Das heißt, ich habe nur ein halbes Risiko. Und das ist eigentlich etwas, was für uns Trader relevant ist. Nicht, dass wir die wissen, was in der Zukunft passiert. Das wissen wir genauso wenig wie alle anderen Menschen auf der Welt auch. Aber wir haben immer eine Idee, wie wir mit dem, was wir gerade kriegen, umgehen.
Und das ist sozusagen dann ja das, woran Händler hoffentlich verdienen, aber natürlich auch nicht immer. Es gibt immer wieder auch Rücksetzer, weil dann der Markt in dem einen oder anderen konkreten Fall dann eben sich doch etwas anders verhalten hat, als man sich das vorstellt. So, also insofern die Aufwärtsrichtung scheint mir immer noch die sinnvollste hier zu sein in diesen Märkten. Das macht einen guten Eindruck. Gucken wir nochmal auf den Nasdaq. Da ist es vielleicht, naja, nicht ganz so deutlich jetzt zu sehen, was wir davon zu halten haben. Immerhin, es geht hier auch nach oben. Diese Korrektur, das kann durchaus so eine Korrektur sein im Sinne von, ihr guckt, da sind wir doch auch fünfwellig hier so halbwegs hoch. Jetzt habe ich es eigentlich ein bisschen zu weit so gezeichnet. Und dass wir hier sozusagen die Korrektur haben und vergeben und vergessen, vor dem Wochenende gibt es nur eins, nämlich kaufen, absolut möglich. Wer da noch nicht so ganz so sicher ist, der sollte natürlich darauf achten, kommen die Rücksetzer, je korrektiver sie sind, je wackeliger sie sind, A, B, C ist eine Variante oder wenn es eben nicht nach A, B, C aussieht, dann irgendwie wackelig, dann gibt das ein bisschen mehr Hinweis dafür, was als nächstes passiert. Auch hier gilt, ein Beweis ist das nie, aber starke Seite, schwache Seite, dreiwellig ist immer ein ganz gutes Zeichen dafür. Das gibt ein Indiz dafür. Ja, dreiwellig. Jetzt wollen wir nochmal einen Lackmustest machen hier. Eins, zwei, drei. Das ist doch dreiwellig. Richtig, wenn du diese Marke durchstößt, dann sieht das erstmal gar nicht so toll aus für die Long-Seite. Dann sieht das nämlich danach aus, als ob wir das als Fünfweller abgeschlossen haben und danach erst wieder auf die bullische Seite gehen. Also ihr seht, wie tricky das dann doch noch ist. Hin und wieder kriege ich Kommentare, ja, wie du das zeichnest, ist immer so einfach. Manche sagen auch, was für ein Angeber, der sagt immer, dass er immer weiß, was passiert. Nein, eben nicht. Dass genau solche Situationen machen die Situation schwierig. Aber diese Vereinfachung, die ich hier immer wieder erwähne, die macht es zumindest mal, ja, betont sozusagen mal die Richtung, sodass man zumindest eher eine Idee hat, in welche Richtung man sich entsprechend orientieren sollte oder müsste, sollte, dürfte. So sieht es zumindest hier aktuell mal aus. Bei Gold, jetzt gucken wir da abschließend auch noch drauf, weil Wochenende ist, machen wir einen nochmal oben drauf. Bei Gold sind wir ja ebenfalls auf der Long-Seite schon. Ja gut, die Geschichte läuft jetzt natürlich schon. Wer übrigens solche Situationen auch sehen will, und das noch gar nicht wahrgenommen hat, der kann sich auch bei Born for Trading anmelden und dann kostenfrei solche Beiträge immer wieder auch aufs Smartphone sich mal schicken lassen. Dann kann man gucken, ob einem das gefällt. Probiert das gerne aus. Link, der steht hier natürlich mit dabei. Einfach mal ausprobieren und gegebenenfalls auch für den Trade des Tages anmelden. Da stellen wir dann auch immer wieder konkrete Handelsideen vor, wenn es sich besonders anbietet, wo ich sage, an der Stelle wäre jetzt vielleicht ein guter Einstieg. So, aber die Geschichte ist gelaufen. Aber jetzt läuft sie ja schon nach oben. Noch ist alles einigermaßen safe. Wir sehen aber, dass die Aufwärtsbewegung hier auch anfängt. Guckt mal, dieser Rücksetzer, den wir hier haben im 4-Stunden-Scharf, das fängt schon hier auch mit den Überschneidungen an. Ihr seht, ich habe hier so einen Alarm drin, der mich quasi vor genau diesen Überschneidungen warnen soll. Also das ist so allerletzte Eisenbahn. Wenn er jetzt gedreht hat, ist alles noch safe, damit der Kurs dann tatsächlich noch in Richtung 18,60 irgendwo diese Richtung oder zumindest noch ein bisschen nach oben geht. 18,40, 50, 60, so in diese Richtung wäre schon sehr typisch eigentlich, wenn er das macht, auch auf Antwort als auf diese Abwärtsbewegung. So, für viel mehr wird es vorm Wochenende wohl nicht mehr reichen. Ihr wisst ja, am Wochenende gibt es von mir auch immer noch mal ein großes Bild-Update. Dann wollen wir mal gucken, was sich dazu sagen lässt. Euch jetzt aber erstmal viel Spaß an den Nachmittagsmärkten bis zum Feierabend, hätte ich fast gesagt, und zu einem Wochenende. Genießt es, euch alles Gute. Ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.